Ja, ein Hallo in die Runde. Noch gut 5 Stunden dauert's, dann wird hier die größte Party Mitteldeutschlands starten. Hier in Zollenroda-Triebes. Auf dem Marktplatz sind schon die ersten da. Wahrscheinlich wollen sie die besten Plätze haben. Wir machen jetzt mal unsere Runde, mal sehen, was passiert. Vom Marktplatz ging es ans rund 3 Kilometer entfernte Zollenroda Meer. Ein Halt bei den zahlreichen Helfern war natürlich Pflicht. Ohne sie würde dieses große Ereignis ja überhaupt nicht funktionieren. So, jetzt hallo, ich grüße euch. Sagt mal, ihr beide, ihr kriegt ja nun überhaupt nichts mit vom MDR Osterfeuer, oder? Doch, wir sind lauter nette Leute. Na, ihr seid jetzt praktisch hier die Einweiser für den Parkplatz. Genau. Die Kollegin hat Arbeit, siehst du das? Ja. Sag mal, was macht ihr denn bis heute Abend freiwillig? Na klar machen wir das freiwillig. Wir sind Warum froh, macht er so? Weil das super ist, dass sie hier sind. Ihr freut euch? Wir freuen uns riesig. Alles klar. Dann wünsche ich nur nette Gäste heute. Aber ganz viele sind hier. Die winken alle zurück und kommen rein. Alles klar, danke. Ganz Dankeschön. Jetzt zeigte sich, ob die Verantwortlichen rund um Bürgermeister Nils Hammerschmidt an alles gedacht hatten. Die ersten Beratungen fanden ja schon vor gut 1,5 Wochen statt, obwohl überhaupt nicht sicher war, dass dieses Riesenevent hier stattfinden wird. Dies mussten aber ja alle 3 Finalisten machen. 800 hatten sich beworben, 6 kamen ins erste Voting, 3 ins Endfinale. Immer voller wurde das Gelände am Bioseehotel. Na, ob der Platz für so einen Massenandrang reichen würde? Der gesamte Freistaat, das sächsische Vogtland, die Partnerstädte, so viele hatten die Zollenroda-Triebeser unterstützt. Aufrufe zum Voting im Lokalfernsehen. Damit das Osterfeuer in Thüringen stattfinden wird, können Sie bis zum 15. April auf jumpradio.de an der Abstimmung teilnehmen. Sämtliche Register wurden gezogen. Über 2,5 Millionen Stimmen. Wir hatten das Gefühl, dass alle das schöne Wetter genutzt haben, um einen Ausflug ans Zollenroda Meer zu machen. Ich grüße euch. Wo kommt ihr her? Aus Triebes. Hallo. Aus Triebes. Ja. Auf wen freut ihr euch am meisten? Ja, auf alle. Christina Stürmer und ja, alle, die sich angekündigt haben. Wie oft gewotet? Bis zum geht nicht mehr. Bis zum geht nicht mehr. Ist das eine geile Nummer hier in Zollenroda, ja, Triebes? Endlich mal ein tolles Event hier in Zollenroda. Alles klar, viel Spaß mit dir. Jetzt schon da, es ist noch 5 Stunden Zeit. Ja, der frühe Vogel fängt den Wurm. Und auf was freuen wir uns am meisten? Auf alle. Aufs Feuer. Auf jeden Fall. Komm aus Zollenroda? Nee, ich komme aus Eisenberg. Aus Eisenberg, also es ist eine richtige Thüringer Veranstaltung geworden. So sieht das aus. Hallo, darf ich euch mal fragen, ihr seid aber ja 5 Stunden, haben wir noch Zeit, ihr seid schon da, warum? Uns hat mal das Ganze drumherum interessiert. Auf was freut ihr euch denn? Wen wollt ihr denn unbedingt sehen? Veronika Fischer. Hm? Bonnie Tyler, ja. Also die wir noch kennen, ne? Ja, genau. Also genau. Unsere Stars. Unsere Generation, die anderen kennen wir auch. Ja. Also ich bin Jump-Hörer, ja. Kommst du aus Zollenroda? Nein. Wo kommt man her? Wir kommen aus Niederpöllnitz. Ja. Schmeckt's. Habt ihr jetzt Soundcheck schon gehört? Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Kommt ihr aus Zollenroda? Nee. Wo kommt ihr denn her? Aus Triptis. Sag ich mal, Hallöchen. Hallo. Richtig zeitig schon da. Heute ja. Soundcheck schon gehört? Natürlich. Und wie ist? Wundervoll. Kommen wir aus Zollenroda? Natürlich. Oi, und wie ist das so, das Osterfeuer hier? Sehr gut. Voll aufgeregt. Schon seit gestern aufgeregt. Und so lauschten einige Tausend dem Staraufgebot schon bei den Proben. Wann hat man schon mal die Möglichkeit, kostenfrei so ein Event zu besuchen? Ach ja, da war ja noch die Geschichte mit dem Brett. Mario M. Richard von Mach dich ran hatte sich die Aufgabe gestellt, Unterschriften von den Künstlern zu sammeln. Bei einer seiner letzten Aktionen durfte ich dabei sein. On point. Bonnie Tyler. In love, sagst du, Mensch. Und jetzt schnell zum Schnitt. Viel Zeit war nicht mehr bis zur Live-Sendung. Ja Leute, so sieht das bei mir zu Hause auch aus. Ich habe allerdings nicht ganz so viele Spuren auf. So, ich wünsche euch viel Erfolg. Seit 16 Uhr sendete MDR Jump live aus Zollenroda-Triebes.
Videos gedreht und versendet und aufgerufen zum Voten. Ja. Also nicht nur der Nils wurde ans Mikrofon gebeten. Auch die zahlreichen Künstler gaben sich ein Stell-Dich-Ein. Ich hatte also Zeit, mit dem Hausherrn ein kurzes Gespräch zu führen. Du hast eine Woche Urlaub gemacht und andere Leute haben das Chaos gehabt. Na gut, ich habe auch hohe Telefonkosten gehabt. Mhm. Also ich habe mich in das ganze Thema mit eingeklinkt die ganze Woche und habe auch mich abgestimmt mit meinen Leuten. Also ich war voll integriert in die Vorbereitung. Jetzt sind hier noch gut 4 Stunden Zeit. Euer Gelände ist schon richtig voll. Was sagt, das müsste das Herz aufgehen. Das Herz geht immer auf, wenn man viele Gäste sieht. Mhm. Wenn die Region genießen können, das Zeuenroder Meer genießen können, das Hotel genießen können. Und ich freue mich immer, wenn hier Bambude ist und viel Betrieb. Das ist es ja eigentlich für die Region. Es kommen auch ganz viele Gäste aus ganz Thüringen. Sind wir noch nicht bekannt genug? Ich bin ganz, ganz froh, dass nicht nur das Seehotel voll ist, sondern viele Vermieter voll sind, dass viele Pensionen voll sind und dass die ganze Region davon profitiert. Jetzt habt ihr natürlich gar nicht gewusst, dass das Osterfeuer hierher kommt. Viele Gäste haben vorher gebucht, Osterwochenende hier am Zöllenroder Meer. Wie viele Zimmer habt ihr denn überhaupt gehabt noch für die Jungs vom MDR? Na gut, wir hatten viele Ostergäste, haben natürlich vorsichtshalber Zimmer reserviert gehabt, die wir dann hätten freigeben müssen am Montag. Und haben auch die Vermieter zum Vermieterstammtisch befleißigt, sag ich mal, die Zimmer freizuhalten für viele Gäste, die nachher kommen wollen. Was haben die Gäste gesagt, die langfristig gebucht haben, jetzt aus Nordrhein-Westfalen, aus weiß der Teufel noch mal, wo sie überall herkommen, hier in unser wunderschönes Thüringen? Also wir haben alle Gäste angeschrieben, haben informiert, hurra, wir haben das Osterfeuer gewonnen. Mhm. Die waren alle begeistert. Eine einzige Stornierung haben wir gehabt, die gesagt haben, wir wollten eigentlich Wellness, wollten Ruhe haben. Aber die haben gesagt, wir kommen dann nächste Woche und sonst kein Ärger, sonst nur Freude über das Osterfeuer. Da hättest du glatt noch 30 Euro draufschlagen können, die wären ja auf jeden Fall gekommen. Na, 30 Euro nicht, wir hätten auch noch 100 Zimmer anbauen können. Ja, und vielleicht kommt das ja irgendwann. Ja. Also ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg hier und das Nachgeschäft richtig gut wird, dass die Leute sehen, Mensch, hier nach Zöllenroda, hier nach Thüringen, da können wir kommen, da ist richtig was los. Ich freue mich auf das Nachgeschäft für die ganze Region und dass Zöllenroda Tribis als Tourismusstandort etabliert ist in Thüringen. Alles klar, danke. Aber nicht nur im Radio konnte live verfolgt werden. Auch in den sozialen Medien wurden die Hörer bedient. Wer also etwas verpasst hat, schaut einfach mal rein. Mandy Engel hatte zahlreiche Gesprächspartner. Ja, Freunde, es ist gerade mal 18 Uhr und hier ist richtig rappelvoll. Man hat jetzt zugemacht, das heißt also, hier sind über 8000 Leute jetzt hier auf dem Gelände. Wer nicht kommt zur rechten Zeit, der muss nehmen, was übrig bleibt. Also heißt es oben beim Feuer. Ich machte mich in der Zwischenzeit auf, einmal auf den Markt zu schauen. So, jetzt erwische ich den zweiten Moderator. Hallo, ich grüße dich. Hi. Und? Wie ist, was sagst du zum Zöllenrodern? Ja, ich bin total begeistert. Also ich war ja heute zuallererst hinten am Stausee, das war ja schon toll, aber hier finde ich es ehrlich gesagt noch toller, also direkt in der Stadt drin. Mhm. Die Atmosphäre, ich meine, ist natürlich besser, könnte es nicht sein. Traumhaftes Wetter, ein traumhafter Kulisse, ne? Nein, ich finde es ganz toll, dass hier auf der Bühne vor allem die Künstler, dass sie live und unplugged spielen, ne? Mhm. Also ich finde Lea super, die hat ja letztes Jahr einen super Hit gehabt, den auch meine Kinder immer gehört haben und mitgesungen haben. Michael Schulte mit seiner ESC-Hymne. Und das wird hier so eine ganz besondere Atmosphäre sein, eher so ein bisschen ruhiger, aber dafür irgendwie, ich denke mal, sehr gänsehautmäßig. So, ihr habt doch eigentlich den besten Platz hier. Ihr seid eigentlich im Dienst und habt trotzdem Rostbratwürste, müsst nicht mal anstehen. Ja, ihr wisst aber schon, was da unten und da drin in der Stadt los ist. Wir haben hier unser Zeug und es reicht. Ihr seid jetzt praktisch hier auf Standby, falls was ist. Genau. Alles klar, dann lasst es euch schmecken. Dankeschön. Kamera ist wichtig. So. Seht ihr das, Jungs? Jetzt habe ich noch von der Feuerwehr noch eine Rostbratwurst gekriegt, weil ich sage, unten stehen so viele Leute, da kommt man gar nicht ran. Und dann war es soweit. Wie sagte Sarah doch? In Thüringen geht mehr. Alles klar, jawohl. Und das ging diesmal wirklich nicht. Kein Platz vor, hinter und neben der Bühne. Irgendetwas fehlt noch. Irgendetwas habe ich wohl vergessen. Ich hab dich versprochen und bekommst ein Brett. Und was sagst du? Ja. Toll. Ja, ist nicht so viel. Pass auf. Achtung. Bitteschön. Hey. Super. Mega, oder? Ja.
Klasse! Wahnsinn! Hallo, Mann! Kommt ins Rathaus, viel Freude an der Mauer. Wir sehen uns bestimmt eines Tages wieder. Und ich muss jetzt zur Bühne. Jetzt machen wir kurz eine Probe. Wir müssen kurz mal so eine Schaltenprobe machen, weil wir haben ja auch auf dem Markt, wisst ihr ja, hier in Zollenroda eine Bühne. Und ist eigentlich irgendjemand aus Waldheim hierher gekommen, hat gesagt, ich nehme es euch nicht übel? Nein, das habe ich mir gedacht. Mein Tipp ist auch, die nächsten 3 Monate als Zollenroda-Triebisser lieber nicht nach Waldheim fahren. Man ist im Studio heute hier im Freien und bei so einem geilen Wetter. Was ist da der Unterschied? Was ist anders? Der Unterschied steht da jetzt schon. Es sind ja schon unfassbar viele Leute da, weit bevor die Show überhaupt so richtig losgeht. Wir haben ja nie Publikum. Also es ist tatsächlich, Nora und ich sind alleine im Studio, mal abgesehen von den Kollegen, die die Sendung unterstützen und draußen vorm Studio sitzen, vor der Glasscheibe, sind wir immer alleine. Also wir sind die Einzigen, die über unsere Gags lachen können. Ansonsten ist keiner da. Und das gefällt mir immer gut, wenn man draußen ist, dass man wirklich mal die MDR-Jump-Hörer trifft, leibhaftig mit dem einen oder anderen schon gesprochen. Das macht einfach tierisch Spaß. Wie machen es die Kollegen jetzt hier, die jetzt sonst zur Frühschicht machen? Wie immer sensationell, das muss man wirklich sagen. Ich beobachte das ja so nebenbei. Die machen das wirklich sehr gut. Ist ja alles noch Probe, aber ich glaube, heute Abend sitzt das dann. Einen schönen guten Abend. Da war er. Der große Moment. Zollenroda Triebis, das MDR Osterfeuer live im Fernsehen. Eine bessere Werbung für unsere Region ist fast nicht möglich. Ach, was sag ich, fast ist nicht möglich. Hunderte waren bei der Vorbereitung beteiligt. 14 große Wagen, voll Holz, wurden herbeigeschafft. Feuerwehr, DRK, die vielen Freiwilligen, alle genossen einen tollen Abend. Und da war ja noch ein Gast. Ja, unser Ministerpräsident hier zum Osterfeuer. Aus Vietnam hast du gewohnt. War das eine geile Nummer? Ja, ich bin direkt aus dem Flugzeug rausgefallen, war völlig übermüdet, wollte eigentlich ins Bett, habe nochmal auf die Timeline geguckt und dann stand da, Ministerpräsident Kretschmer wirbt für Sachsen. Und wann äußert sich Ramelow? Und da habe ich gedacht, jetzt sofort. Und dann habe ich aus Vietnam schon angefangen zu voten und zu werben, vor allen Dingen gleich Power zu machen. Und es hat funktioniert. Zollenroda Triebis ist in Partylaune. Ja, und das zweite Mal hintereinander, Vorjahr Apolda, dieses Jahr Zollenroda Triebis, ist doch eine geile Nummer. Es ist einfach nur schön. Ja, wir müssen jetzt nur aufpassen, dass die in den anderen Bundesländern, in Sachsen und Sachsen-Anhalt, nicht denken, dass wir ihnen alles wegnehmen. Also wir müssen jetzt auch gönnen können. Wir sind jetzt zweimal gut weggekommen und das nächste Mal sollten wir uns dann darauf konzentrieren, es könnte auch noch jemand anderes gewinnen. Aber es war schon eine tolle Angelegenheit. Dann feier jetzt schön noch mit den Thüringern. Danke, dass du kurz Zeit hattest. Gerne. Für alle, die es verpasst haben, gibt es eine Mediathek. Und was sagen die Gäste nun? Darf ich mal fragen, wie hat's gefallen? Es war super. Was war denn das Beste? Christina Stürmer. Also das Allerschönste, was soll ich jetzt da sagen? Ja, also mir gefällt der DJ Ötzi am besten, ja? Das erlebe ich jetzt gerade im Moment. Klar, ja. Kommt ihr aus Zollenroda? Ja, in der Nähe von Zollenroda, ja. Alles klar. Wo kommt der her? Aus Hamburg. Aus Hamburg. Ja. Oh, das erste Mal in Thüringen? Nee, also ich bin Wahlhamburgerin und komme ursprünglich aus der Nähe von Zollenroda. Also ich sag mal so, wenn man in Hamburg wohnt, dann stellt man sich auch 2 Stunden nach einer Roster an, oder? Wie ist ja, das? Richtig, das stimmt. Ja, gut erkannt. Seid ihr jetzt Osterurlaub hier oder, genau. Oder wegen Osterfeuer? Nee, Elternbesuch. Ja. Mhm. Und habt nicht gewusst, dass hier das große MDR Osterfeuer ist? Nee, das haben wir in der OTZ gelesen, ja? Und dann haben wir gesagt, das machen wir heute Abend. Also, ich viele Grüße an die Küste. Das sagen wir. Tschüss. Erste Reihe, wann war der denn da? 15 Uhr. Und ja. Hat sich's gelohnt? Ja, ja, auf jeden Fall. Kommt er aus Zeule? Nein, nee. Gera. Aus Gera. Na? Dann gute Nachhauseweg. Danke, schönen Abend noch. Ciao. Ciao. Ja, Leute, da habe ich jetzt hier mal 2 junge Damen getroffen. Hallo, Theresa, ich grüße dich. Hallo, ich grüße dich. Hallo. Sag mal, ihr hattet ja eigentlich heute eine Veranstaltung in Greiz geplant, gell? Das ist richtig, ja. Wir wollten heute mit unserem Osterhörstanz in Greiz unsere erste Veranstaltung machen. Aber dann kam uns ein bisschen das Osterfeuer dazwischen, was natürlich super für die Leute hier ist. Für uns natürlich nicht so. Und weil wir immer wollen, dass unsere Veranstaltungen super laufen und alle Gäste ganz viel Spaß haben, brauchen wir natürlich volles Haus. Und da abzusehen war, dass das heute nicht so voll wird, weil natürlich alle hier sind, haben wir gesagt, wir weichen mal auf ein anderes Datum aus und statt einen Osterhörstanz machen wir jetzt halt einen Pfingsthörstanz. Also haben wir auf den 8.6. verschoben. Seht ihr, also wenn ihr am 8.6. noch nichts vorhabt, dann macht nach Greiz zum Hörstanz. So, und jetzt...
Genau, und jetzt erzählst du mir aber, wie war es denn? Du warst ja trotzdem hier. Obwohl ich weiß, ihr habt nicht für Zöllenroda Tribis gewotet. Stimmt's? Ja, als Thüringer muss man natürlich eigentlich zusammenhalten. Aber wir hatten natürlich schon eigentlich im Auge, unsere Veranstaltung heute durchzuführen. Deshalb ist wahrscheinlich der ein oder andere Klick für Waldheim gegangen. Aber uns war natürlich klar, wenn es nicht klappen sollte, kommen wir trotzdem her. Und was war nun das Beste heute? Ja, die Stimmung ist natürlich gut. Und ja, man trifft immer viele bekannte Gesichter. Und ja, die Musik ist toll. David Garrett. Ja. David Garrett. Ja. Und natürlich einfach hier, ne, das Areal. Da hat sich der Weg aus Dresden gelohnt. Ja, aus Dresden über Gera, wo wir ja eigentlich beheimatet sind mit der Hirschbar sozusagen, hat sich gelohnt. Alles klar, viel Spaß noch. Danke euch auch. Danke euch auch. Mal, wie war's denn? Super. 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 Was war am supersten? Bonnie Tyler. Yeah. Ja, Leute, das war Zöllenroda. Das war Zöllenroda Tribis, habe ich gelernt. Das war das Osterfeuer hier in Zöllenroda Tribis. Der Bürgermeister hat das letzte Wort. Das ist schon das letzte Wort, Heinz. Ja, bei mir, mein Bericht, ja. Ja, wir haben noch eine Stunde, ist noch richtig schöne Stimmung da. Es war ein genialer Tag, also auf beiden Bühnen. Ich bin ja immer hin und her geflitzt. Einmal in die Stadt, dann wieder hier runter, jetzt ans Wasser. Also es war überall eine Mega-Menge los. Unwahrscheinlich viele Leute da. Es hat mir leid getan, dass nicht alle reingekommen sind. Aber vorne am Feuer, da ist so viel Platz. Da war eine Riesenstimmung auch am Feuer. Also ich kriege manchmal noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, was hier so los ist. Ja. Was sagst du zu deinen Zöllenroda? Ich bin so stolz auf die Bande, ehrlich. Ja. Zöllenroda Tribis hat gezeigt, dass sie zusammenhalten, dass wir für eine Sache kämpfen können. Und wir haben es geschafft, das herzuholen. Mal sehen, dass es lange anhält. Ich habe schon wieder den nächsten Flausen im Kopf. Vielleicht können wir was draus machen. Nils, bei unserem ersten Interview warst du ein bisschen wortkarg. Jetzt läuft das so ohne Ende. Du hast diese Woche wahrscheinlich so viele Interviews gegeben. Du kannst gar nicht mehr erzählen. Nee, irgendwann habe ich mal gesagt, hat sie mich gefragt, ich glaube zum Eieraufbein war das am Mittwoch. Das Dutzend wird bald voll, da sind wir lange drüber. Ja, ja. Also es ist schon viel gewesen. Und wann geht es jetzt in Urlaub? Erst im Sommer, wir haben den gestrichen. Ja. Vorbei. Ja, ist vorbei. Wir gehen wieder arbeiten am Dienstag. Und jetzt fällt alles ab. Also heute früh ist schon alles abgefallen. Ja. Es ging los und ich wusste, es ist alles gesichert, alles geklärt. Also dann war ich ganz ruhig, war schön. Und überall positive Stimmung gewesen. Die Leute haben sich gefreut, die waren gespannt, was alles wird an dem Tag. Und sind immer noch begeistert. Mir kamen jetzt schon viele entgegen, die so mit Kindern weg sind. Die waren so glücklich, dass das in Zöllenroda war. Also ich denke, dass wir eine Menge Zeit noch haben, das zu verarbeiten. Kann man vielleicht jetzt noch gar nicht. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Ich werde es mir dann in der Mediathek mal anschauen, weil ich habe ja heute nicht viel gesehen, aber viele Gespräche geführt, auch mit den Stars. Und vielleicht können wir den einen oder anderen gewinnen, mal wieder nach Zöllenroda Tribis zu kommen. Also ich habe ein paar Nummern einstecken. Ja, mir geht es genauso. Ich habe auch nicht viel gesehen von der Veranstaltung. Ich schaue mir es auch in der Mediathek an. Tschüss, macht's gut. Ciao.